Hallo ihr Lieben. Ja, im letzten Video oder im vorletzten, je nachdem, wann ich das hochlade, haben wir ja zusammen dieses Monster hier gemalt. Und ja, das kam sehr gut an. Da freue ich mich, dass es euch gefallen hat. Also einige haben kommentiert, dann eben die Daumen nach oben. Da freue ich mich natürlich sehr. Es wurde auch geschrieben, dass zum Beispiel eine Postkarte sehr gut aussehen würde. Und ich denke nämlich auch, dass wahrscheinlich denn etwas größere Postkarte draus wird. Wahrscheinlich basteln wir die vielleicht auch zusammen, da muss ich mal gucken. Wird aber noch ein bisschen dauern. Ich möchte jetzt sowieso ein bisschen mehr Halloween-Sachen machen. Ich meine, Halloween kommt ja auch bald demnächst. Jetzt habe ich Lust, einen Frankenstein zu malen in meiner Art. Noch so richtig. Ist das Frankenstein? Dieser mit diesem komischen Kopf und diesen Schrauben im Kopf? Ist das irgend so ein von einem Monster? Ach, keine Ahnung. Halt so ein Zombie-Frankenstein. Ich glaube, es ist Frankenstein. Den möchte ich jetzt zusammen mit euch malen. Ich weiß ja, dass die Malvideos euch immer gefallen. Ich freue mich darüber auch, weil mir machen die Malvideos im Moment am meisten Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, und man freut sich natürlich auch, wenn Leute das auch schön finden, ne? Das ist ja ganz klar. Genau, also fangen wir an und ich bin gespannt, wie der Kerl wird. Ich werde den Herbert nennen. Ich glaube, es heißt schon jemand Herbert, oder? Wie heißt denn der Zombie, den ich mal gemalt habe? Hieß der nicht auch Herbert? Ja, meine Viecher haben immer, was heißt immer? Eigentlich nicht, aber ich mache mir immer den Spaß draus und die bekommen dann immer so altmodische Namen. Also, ne? Elvira war ja hier. Das Monster, dann glaube ich, der Zombie, wie hieß denn der? Eckbert? Oder irgendwie sowas? Ja, ich versuche immer so einen altmodischen Namen davor zu setzen. Ich finde das irgendwie lustig, keine Ahnung. Und das wird jetzt Herbert werden. Herbert, genau, Herbert. Herbert Frankenstein. Klingt eigentlich ganz gut, ne? Klingt so ähnlich wie heißt denn der hier? Irgendwas mit Feuerstein, dieser Comedy-Mensch. Na egal. Hieß der nicht auch Herbert? Herbert Feuerstein? Ja. Ich quatsch schon mit der Schnulli. Wir wollen ja malen, ne? Ich werde den gleich hier daneben malen, weil hier ist ja jetzt noch Platz. Und ja, ich bin gespannt, wie er wird. Also, viel Spaß! Thank you.
Der Herbert ist fertig. Ja, den Kuchenzahn finde ich cool geworden. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt überhaupt gar nicht irgendwie was zum Gucken gehabt. Ich habe den jetzt einfach so, wie mir in den Sinn kam, eine fesche Frisur. Eigentlich wollte ich die Frisur schwarz malen, aber ich. Ja, ne? Zu viel schwarz ist denn. Ich denke mal, der Hintergrund wird dann schwarz, wenn ich vielleicht doch eine Karte draus mache. Oder wie gesagt, vielleicht kommt es ins Buch. Er ist etwas bunter. Ich finde, er hat auch hier so eine. Wie sagt man denn? Diese Schuljacken. Diese, wie heißen denn diese Jacken mit diesem Gummizug hier? Diese sportlichen Jacken, wo hinten. College-Jacken, glaube ich. Da ist doch hinten auf dem Rücken noch irgend so ein Aufdruck drauf. Ja, man könnte hier vielleicht jetzt nochmal irgendwie so einen kleinen Aufdruck. Aber der ist ja so schmal, ne? Der hat ja übelst die Arme. Aber er hat ja eigentlich, ist ja nichts dran an ihm, ne? Ein Riesenkopf und kein Körper. Aber ganz lustig, vor allen Dingen lustig fand ich hier diesen Ohrring, diese Spinne, die sich darunter seilt. Da könnte man vielleicht hier diese Spinnen. Weben, die ich hier gemalt habe, vielleicht nochmal hier ein bisschen mit andeutend, dass das so ein bisschen ja an mehreren Stellen so vorkommt. Ja, das mache ich jetzt nochmal schnell nebenbei. Und ansonsten ist der Herbert vorläufig fertig, bis er, hups, ach, diese Halterung geht mir auf den Keks. Sie stört mich auch ziemlich beim Malen, muss ich sagen. Wäre natürlich, ich habe auch immer meine Hand hier davor und ihr seht immer nichts, es kotzt mich immer an, aber. Ja, ich muss mir irgendwie mal überlegen, wie ich. Ich hatte die mal hier oben dran, aber da. Ah, ist auch schwierig. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anders machen könnte. Aber mir wird schon irgendwann was einfallen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich habe euch wieder teilhaben lassen. Ja, ich weiß ja, dass einigen das gefällt. Ich weiß auch, dass einigen das besser gefallen würde, wenn ich dazu reden würde. Aber ganz ehrlich, das fällt mir so schwer, darüber zu. Also, was. Eigentlich höre ich dabei Musik, ne? Also, ihr seht, ich male hier noch so ein bisschen an Herbert dran rum. Aber im Größten und Ganzen ist er jetzt eigentlich fertig. Ja, eigentlich höre ich Musik, wenn ich male und entspanne mich quasi. Es macht auch Spaß, die Videos zu machen, dass ihr zugucken könnt. Aber es ist doch ein bisschen anstrengend, weil die Halterung, ich muss immer aufpassen. Ihr merkt das manchmal in dem Video, wenn das so leicht wackelt. Ich habe da noch keine Lösung, aber ja, ist halt ja kein professionelles Anleitungsvideo oder keine Ahnung. Ich wollte euch halt nur zugucken lassen, weil ich ja weiß, dass euch das gefällt und ihr euch ja das auch wünscht oder beziehungsweise ich kriege ja dann öfter auch mal Nachrichten über Instagram vor allen Dingen. Jetzt hier kann man ja nicht großartig Nachrichten schreiben, höchstens mal unter das Video, wo dann heißt, ja, ich gucke immer die Malvideos, finde ich toll und mache weiter solche Videos und da freue mich da wirklich, dass Leuten das gefällt, weil es ist ja keine. Ich bin ja kein professioneller Zeichner oder so, ne? Ich bin ja einfach nur, ich male so, wie es mir aus den Händen kommt. Und da stimmt ja nun gar nichts, das weiß ich ja auch. Also wer hat so lange Arme, die hier runterhängen, ne? Die sind ja länger wie der ganze Körper. Ja, ein Auge größer, eins kleiner, aber so male ich halt. Ich kann nicht anders malen, das ist halt so meine Art. Und dann finde ich das halt, ich meckere dann immer rum, sage, ja, das hätte ich besser machen können. Hier, guck mal, die Schulter, Na, ich bin dann immer so, so meckrig und ja, andere finden es halt toll oder schön, ja. Also man ist mit sich selber wahrscheinlich immer so kritisch und unzufrieden und meckert immer, wo andere dann sagen, ey, so cool gemacht. Also ich krieg dann öfter Nachrichten, wo dann heißt, ja, ich würde auch so gut malen. Wo ich mir denke, oh Gott, gut malen. Oh. Ja, ich gucke auch Leute an, die malen. Auch bei YouTube gibt es ja viele solche ja, richtigen Zeichner, also richtige Künstler, wo wirklich, wo man denkt, boah, das könnte man nie malen, ne? Aber ich will ja auch damit weder Geld verdienen, noch möchte ich Porträts malen, noch bin ich professioneller Bauzeichner noch sonstiges. Ich mache das ja nur aus Spaß. Aber natürlich lernt man auch, ne? Man möchte auch besser werden, man möchte, was ich zum Beispiel gerne mal, ja, das Kolorieren quasi, also Licht und Schatten vor allen Dingen, aber ich tue mich damit echt schwer. Das würde ich gerne ein bisschen besser können, ne? Dass das eben ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen mehr Tiefe hat und so, aber ich lerne ja noch.
Hab Geduld, es wird vielleicht besser. So, jetzt habe ich wieder gequatscht und gequatscht und gequatscht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, im nächsten Video wieder. Tschüsschen!